Ah, da hat er dann schon entstehen wieder zwei neue Übungshäuser, auf dem die letztjährigen Bauten sachgerecht abgetragen wurden. Projektleiter Robert Nachbauer ist mit dem Fortschritt der Schüler und des Projekts an sich zufrieden. Also es läuft im Moment wirklich hervorragend. Wir haben jetzt gerade begonnen mit den neuen Häusern, sind jetzt dran, diese zwei komplett wieder aufzubauen, mit anderen Gegebenheiten, anderen Vorteilen. Es ist eine andere Technik drinnen. Wir sind jetzt dran, die Stiegen bauen und armieren, mauern das Ganze jetzt auf und dann fangen wir jetzt an mit den Betondecken. Und jetzt wird also im Prinzip der Rohbau in dem nächsten halben Jahr erstellt, bis wir also dann später hergehen werden und beginnen, die Technik einzubauen, die Fliesen einzubauen. Wichtig ist Nachbauer dabei, dass die Schüler möglichst realitätsnah arbeiten können und die unterschiedlichen Baustoffe kennenlernen. Bauen ist einfach ein sehr komplexes Thema. Das heißt, Bauen hört nicht auf beim Verputzen oder beim Mauern, sondern Bauen hört einfach auf, wenn das Haus fertig ist. Und hier muss ich schon sagen, es ist also sehr wichtig, dass wir hier auch Technik einbauen. Man muss hier auch wissen, dass man Schlitze machen muss, dass man Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Leitungen. Der Bau ist vom Bauablauf her dadurch auch komplexer und diese Komplexität kann man den Schülern anhand dieser Häuser sehr gut vermitteln. Also wir verwenden darum vier verschiedene Arten von Ziegeln an den Häusern, damit der Schüler auch sieht, was es alles gibt. Es gibt also heute verschiedenste Produkte am Markt. Das beginnt vom normalen Monolithenziegel bis hin zum gedämmten Ziegel, wo die Dämmung schon im Ziegel drinnen ist. Wir verarbeiten verschiedene Mörtelarten. Das gibt also Dünnbettmörtelverfahren. Dann haben wir also ganz normale Mörtel, also dass der Schüler auch hier sieht, dass es verschiedenste Entwicklungen gegeben hat in der letzten Zeit und sich der Bau auch ständig modernisiert. Möglich wird dies nicht zuletzt durch die breite Unterstützung aus der Wirtschaft. Ohne die Kooperation wären die Übungshäuser aufgrund des knappen Schulbudgets undenkbar. Auch die Vorarlberger Firma Sola unterstützt die ersten Klassen des Bautechnikzweigs mit Messwerkzeugen, überbracht von Vertriebsleiter Sven Urban. Also das ist so, dass die HTL Rankweil ja da ein sehr innovatives Konzept mit fast einer dualen Ausbildung fährt. Da sind sie hoch innovativ und für uns als innovatives Unternehmen passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Und da beteiligen wir uns gern an solchen Aktionen, indem wir die Schüler unterstützen, zum Beispiel mit Starter-Sets, dass sie auch anständiges Werkzeug haben für ihre Ausbildung. Die Schule darf sich gleichzeitig über ein neues Lasermessgerät freuen. Dieses ist vor allem für den Innenausbau gedacht und soll dort die Arbeit der Schüler mit einem zeitgemäßen Gerät erleichtern. Also grundsätzlich, das ist der Sola Cubo. Der ist jetzt seit circa einem Jahr auf dem Markt. Und der zeichnet sich einfach dadurch aus, dass er insofern innovativ ist, dass ein spezielles Akkukonzept dahinter steht, dass natürlich auch Bedacht genommen wurde auf die Anwendung. Also die Entwicklung hat mit Handwerkern auch stattgefunden. Da bin ich gleich beim Punkt. Das ist eben auch eine Eigenentwicklung von der Firma Sola im Hause entwickelt. Kommt nicht aus Asien, wird nicht nur rot eingefärbt und ein Kleber drauf, sondern das ist ein Produkt entwickelt in Vorarlberg. Der Cubo kann Ihnen einen halben Raum mit zwei vertikalen und einer horizontalen Linie, die nicht zu- oder abgeschaltet werden müssen, komplett ausleuchten und ermöglicht gerade im Trockenbau, Trockenbauschienen und so weiter, das erleichterte Arbeiten eben.